Was geht ab, meine Z-Fighter Hoser hier und heute im Awaken und Showcase zu LL Bojack. Ich würde sagen, wir legen auch direkt los und verlieren nicht viel Zeit. Bevor dem Anfang vorne, würde ich gerne ein, zwei Sachen euch zeigen. Guck mal, wenn ihr hier zu einem Dokkan Awaken Tab geht, dann wird euch quasi angezeigt, okay, diese Charaktere könnt ihr awaken. Ich habe es jetzt gefiltert nach LL Bojack. Ihr könnt es auch filtern nach den Charakteren, den ihr sucht. Und dort wird euch dann quasi angezeigt, okay, diese und diese Medaille braucht ihr, um ihn zu awaken auf die Tier-Version, auf die LL-Version etc. Und das Geile ist, man kann quasi auf die Medaillen draufklicken und euch wird angezeigt, wo ihr quasi diese Medaillen bekommt. Darauf gehe ich gleich ein, Freunde. Merkt euch das erstmal vorab. Jedenfalls, Bojack, so wie er droppt, heißt Bojack. Hat eine farmbare Esse, teilweise. Es gibt einen Summonable SR Bojack, das ist folgender, wenn ihr ihn auf SSR bringt, gibt er 50% auf die Esse für den LR Bojack. Aber er ist Summonable, vielleicht, ja, wenn ihr mal summont in der Zukunft, dann bewahrt ihn, sag ich mal. Der bewahrt ihr viele von ihnen, dann eine von ihnen gibt er nur 50% auf SSR-Status von dem LR Bojack. Jedenfalls gibt es aus einer Stage keinen farmbaren Bojack, aber aus dem Barbershop gegen Incredible Gems. Das ist folgender Bojack, das ist der Tech Bojack hier. Wenn ihr ihn awaked auf UR-Status, gibt er 100% auf die SA, SA plus 1 natürlich, auf den LR Bojack, heißt, ihr bräuchtet von ihm 9 Stück. Die Sache ist die, ob ihr 9 Stück aus dem Barbershop holen könnt, müsst ihr mal sehen. Bei mir sind das, glaube ich, keine 9 Stück, aber ihr könnt ihn auf jeden Fall mal merken. Gegen Incredible Gems könnt ihr ihn holen. Jedenfalls, so viel zu der farmbaren Esse. Kommen wir jetzt mal zum Awaken. Bojack, Freunde, für sein erstes Awaken von der UR-Version auf die TOR-Version braucht ihr zum einen die Story-Event-Medaillen, aber auch die Nimbus-Medaillen. Freunde, so Story-Event-Medaillen, sage ich euch jetzt schon mal vorab, die gibt es nicht nur aus den Story-Events. Sie sind ab und zu im Barbershop vertreten, aber auch außerhalb der Story-Events kann man sie holen. Das gucken wir uns gleich an. Falls ihr aber euch fragt, ey, zum Beispiel, woher bekomme ich die Story-Event-Medaille von Beerus, von LR Trunks etc. etc. gibt sie außerhalb von den Story-Events. Freunde, ich habe zu sowas, wenn ich zu einem LR ein Awakening-Showcase habe, so wie dieses hier, da gehe ich am Anfang drauf ein. Heißt, wenn ihr Fragen dazu habt, dann schaut am besten nach, bevor ihr da quasi verzweifelt oder wartet, bis das Story-Event wieder online kommt. Beispielsweise nehmen wir mal an, ihr wollt wissen, wo gibt es die LR Trunks-Medaillen. Dann sucht ihr einfach auf YouTube am besten Ozero LR Trunks, dann bekommt ihr das Awakening Showcase Video und am Anfang, wie gesagt, gehe ich drauf ein. Nur mal so als kleine Randinfo, sage ich mal. Aber fangen wir mal mit den Nimbus-Medaillen an. Wo bekommt ihr diese Nimbus-Medaillen? Diese Nimbus-Medaillen, Freunde, das bekommt ihr aus den Supreme Kai-Missionen. Das sind quasi Sidequests aus, beziehungsweise Sidequests für Dokkan-Events. Wenn ihr auf die Mission-Section klickt, dann auf Supreme Kai's Trial, kommt ihr dann zuerst auf die Quest-Section. Wenn ihr aber auf Events klickt, dann werden euch Side-Quests für Dokkan-Events gezeigt. Bei mir sind es quasi weniger als bei den anderen oder andersrum, denn es kommt immer drauf an, wenn ihr sie schon geschafft habt, sind sie weg. Aber ich kann euch mal hier draufklicken, boom, das sind diese hier, Freunde, ja. Und diese erscheinen dann quasi, wenn die Dokkan jetzt live sind, dann müsst ihr einfach mal reingucken in die Mission-Section und dann könnt ihr abchecken, okay, das und das muss ich zum Beispiel auf Stage 2 dieses Event machen, dann bekomme ich Nimbus-Medaillen. Wenn ich diese Stage 2 jetzt in unter 1 Minute 15 schaffe, bekomme ich 2 Nimbus-Medaillen. Wenn ich diese Stage 2 in unter 4 Minuten schaffe mit einem World Tournament-Kategorie-Team, dann bekomme ich eine Nimbus-Medaille. Und ihr könnt hier auch auf Go to Stage klicken, dann hoppt ihr direkt auf die Stage. Schaut mal, da ist schon so eine Schriftrolle und diese Schriftrolle sind eben diese Sidequests. Wenn ihr dann darauf draufklickt, dann wird euch angezeigt, okay, wenn ihr das und das in dieser Stage schafft, bekommt ihr Nimbus-Medaillen. So viel zu den Nimbus-Medaillen, Freunde. Die bekommt ihr quasi aus dem Supreme Kai's Trial. Okay, jetzt kommen wir aber mal zu dem Story-Event-Medaillen. Sei es jetzt für die TOR-Version, dieser Bojack 7 Stück oder 12 Stück von seiner Crew jeweils. By the way, die Nimbus-Medaille braucht ihr 7 Stück für Bojack. Diese Story-Event-Medaillen bekommt ihr nicht mehr aus dem Story-Event. Freunde, schaut mal, seit dem letzten Update, ein, zwei Updates, kam Folgendes hinzu. Wenn ihr auf die Medaillen klickt, dann wird euch angezeigt, wo ihr diese Medaillen bekommt. Hier, das ist die Medaille, ich habe jetzt nur ein Stück. Aber wenn ihr auf To Event klickt, dann wird euch angezeigt, okay, warte mal, die Medaillen bekommt ihr hier. Zum einen Logo aus Stage 7 steht dran von dem Story Event. Ich kann da nicht draufklicken, weil das Story Event ist offline. Aber siehe da, aus Stage 10 des Hero Examination Plan Events könnt ihr die Medaillen auch holen. Und dieses Hero Examination Plan Event, sowohl dieses Hero Examination Plan als auch Evil Power Strikes Back, ist jeden Samstag und Sonntag live. Jetzt sind wir direkt auf der Stage, wo das Ganze droppt, auf Stage 10. Wenn ihr einmal auf Info klickt, Freunde, dann wird euch angezeigt, welche Charaktere kann ich denn hier überhaupt mitnehmen. Freunde, bei diesem Hero Exclamation Plan Event an sich könnt ihr nur Super-Type-Charaktere mitnehmen. Heißt, Hero-Charaktere, die Z-Awaked wurden. Aber Stage 10 speziell werden dann quasi AGL-Charaktere gebannt. Heißt, ihr braucht ein Super-Type-Team ohne AGL-Charaktere. Und dann könnt ihr hier aus dieser Stage die Medaille farmen. Nicht nur die für den Bojack, da ist auch ein etc. dran, sondern auch quasi von der Rest der Crew.
Walkthrough. Ihr müsst da wie gesagt nicht auf das Storyline warten. Aber da guckt ihr einfach mal hier drauf, welche Beschränkungen für die Stages sind jeweils. Wenn ich euch ganz kurz mal das andere zeigen darf, Evil Power Strikes Back, da könnt ihr nur genau andersrum Extreme Class, Extreme Type Charaktere mitnehmen. Ja, wenn ihr auf Info klickt, dann wird euch für die Stage angezeigt, okay, da sind dann nochmal weitere Beschränkungen, zum Beispiel hier auf Stage 12 sind dann Tech-Charaktere gebannt und so und so fort, Freunde. Und ja, tatsächlich, die Beerus Story Medaillen könnt ihr auch hier auf 14F farmen. Alle außer die vom Pudding Beerus, sag ich mal. Oder die von dem Rage Vegeta Story Event. Aber die anderen könnt ihr hier farmen, da gucken einfach mal am besten drauf. Genau. Freunde, so viel zu den Informationen zu den Medaillen. Ich würde sagen, wir awaken mal unseren Boy von der UR-Version auf die TOR-Version. Wie gesagt, wir brauchen 7 Bojack-Medaillen, 7 Nimbus-Medaillen. Ihr habt die Informationen, wo ihr sie bekommt, Freunde. Deswegen, wenn ihr euch informieren wollt, am besten einfach mal zack eingeben, so wie ich das euch gesagt habe. Zum Beispiel jetzt bei Ella Trunks, Ursula Ella Trunks. Und dann in dem Awaken und Showcase-Video gehe ich immer am Anfang gerne drauf ein. Und oder jetzt könnt ihr das natürlich auf Dokkan selbst sehen, ja. Auf die Medaille klicken und dann wird euch angezeigt, okay, aus der und Stage könnt ihr das holen und da müsst ihr das und das müsst ihr machen. Ganz easy, Freunde. Am besten sowas immer nutzen. So viel zum Theo Awakening, wenn wir dann quasi den Theo Boy zum LR Schattens awaken, Freunde. Wir brauchen von der ganzen Crew die 12 Medaillen. Dann awaken wir diesen Boy quasi zu seiner LR-Version. Ich werde mich dann gleich darum bemühen, ihn zu awaken. Also awaken tun wir gerade, aber es sieht so an sich richtig geil aus, Freunde, ihn quasi zu trainieren. Und dann gehen wir auf den Charakter selbst ein, Details, Team-Setup und dann im Anschluss noch in einem Showcase. Alles klar, Freunde, und da wären wir mit unserem Boy Full Power Bojack in Klammer Galactic Warrior. Heißt, ihr könnt mit jedem anderen Bojack oder Full Power Bojack spielen. Er ist von Extreme Intype, Ella Status, die Stats habt ihr hier. Er ist bei mir auf 55%, ich habe keinen Dupe. Und zwar gucken wir uns mal Leader Skill an. Extreme Int Charakteren gibt der Key plus 4 HP Attack in der 100% oder Super Int Charakteren gibt der Key plus 2 HP Attack in der 70%. Er hat 2 Super Attacks. Mit der ersten Super Attack macht er Colossal Damage, verringert greatly die Verteidigung des Gegners. Das sollten 50% für 3 Runden sein. Mit der Ultra Super Attack macht er Mega Colossal Damage und erhöht für eine Runde den Angriff aller Extreme Class Verbündeten um 40%. Also ist auf jeden Fall richtig gut für diese Runde. Passive sieht folgendermaßen aus, Freunde. Er bekommt auf den Angriff und auf die Verteidigung 80%. Zusätzlich dazu bekommt er abhängig von der HP, wenn die HP, also je mehr HP wir haben, desto höher ist der Boost. Maximum ist 70%, bei voller HP sind es dann quasi 70%. Aber je weniger die HP sind, desto mehr Verteidigung bekommt der. Heißt, Maximum ist dann quasi 70% hier auch an der Stelle. Freunde, folgendes zu der Passive. Laut Dokkan Battle Wiki, falls ihr euch fragt, wie kann ich das dann berechnen? Wie viel HP und wie viel Attack und Death hat er zusätzlich bei so und so viel HP? Laut Dokkan Battle Wiki haben sie hier eine Formel erstellt. Und zwar ist das quasi 70% geteilt durch 100% mal verbleibende HP. Dann bekommt ihr einen Angriffboost. Für die Verteidigung ist das folgendermaßen: 70% geteilt durch 100 mal verlorene HP. Dann bekommt ihr den Verteidigungsboost. Aber es geht auch ein bisschen einfacher. Es gibt so eine kleine Faustregel oder ihr könnt das quasi ein bisschen ablesen. Ist ja im Prinzip, wenn man sich einmal runterrechnet, ist für jeden 10% Schritt für den Angriff, addiert ihr einfach oder rechnet ihr einfach 7% drauf. Sagen wir mal, ihr habt 10% HP, sind 7%. 20%, 14% zusätzlich. 30%, 21% zusätzlich und so und so fort. Ja, bei voller HP haben wir 70%, deswegen kann man das so runterrechnen. Andersrum ist für die Verteidigung. Ich werde euch aber gleich zeigen, wie man das quasi mehr oder weniger ablesen kann bei den HP-Balken in Dokkan Battle. Das kann man im Kampf selbst. Jedenfalls, so viel zu der Passive und ich sage jetzt schon mal, die Passive übertrieben gut, denn LR Bojack ist sowohl offensiv stark als auch defensiv stark und LR Bojack ist einer der besten LR und er wird wahrscheinlich übersehen bzw. von vielen unterschätzt. Vielleicht wissen auch manche nicht, wie man mit ihm umgeht, aber darum kümmern wir uns gleich im Team Setup. Jedenfalls haben wir hier links der Heraklan Key plus 2, Galactic Warrior haben wir noch, das sind 20% auf den Angriff. Wir haben Big Bad Bosses, Attack mit 25%, wenn die HP 80% und drunter sind. Thirst for Conquest haben wir 15%, dann haben wir hier Revival Key plus 2, Shattering Limit Key plus 2 und Legendary Power auf den Angriff 5000, wenn er einen Super Attack startet. Er ist in der Kategorie Resurrect Warrior, Movie Boss und Full Power aktuell auf Global. In Zukunft kommt noch Time Travels hinzu und Combination laut aktuellem JP-Stand. Freunde, sein bestes Szenario ist jedoch von LR Bojack. Natürlich dann, wenn er einen guten linken Partner hat in der Rotation, aber best Szenario Sex Passive, also Additional Attack und Death Boost, ist, wenn wir die Runde beginnen mit voller HP, denn Freunde, diese Passive wird angeschaut, dieser zusätzliche Boost ist davon abhängig, wie die HP am Anfang der Runde ist. Heißt, wenn wir am Anfang der Runde 100% HP haben, dann bekommen wir 70% Boost. Aber wenn wir am Anfang der Runde 20% HP haben, dann
und uns dann hochheilen mit einem Item, dann sind das nicht 70%, dann sind das 14%. Am Anfang der Runde wird die HP angesehen. So funktioniert das mit der Passive. Aber jedenfalls, worauf ich hinaus wollte, ist, bestes Szenario ist, wenn er mit voller HP in die Runde reingeht, aber in der Runde dann ein anderer Charakter, bevor er angreift, 80, also so viel HP verliert, dass sie auf 80% sind, 80% und drunter, sodass sich Big Bad Bosses aktiviert und er dann noch auf die 70% zusätzlichen Angriff boost, Big Bad Boss aktiviert durch den Links, 25% noch drauf. Das ist quasi sein bestes Szenario. Und genau. Ja, so viel zu dem Boy selbst in Sachen Team Setup. Das ist in meinem Resurrect Warrior Team. Und ja, Freunde, man muss schon die Rotation ein wenig um LL Bojack drehen, je nach Team, den man spielt. Ich werde gleich auf alles eingehen. Aber in dem Resurrect Warrior Team zum Beispiel kann man ihn auf jeden Fall spielen mit dem AGL Full Power Bojack. Ist ein Summonable Bojack. Er ist gar nicht mal so schlecht, ob er bekommt auf den Angriff 90% at Start of Turn. Linkt sich übertrieben gut mit LL Bojack. Das ist so viel getriggert. Heraclan, Galak Warrior, Big Bad Boss, Thirst for Conquest, Shattering Limit. Also ist auf jeden Fall sehr gut vertreten. Sowohl Angriff als auch Key Aspekt. Aber weitere Optionen gibt es wenig. Es gibt wenig Charaktere, die das liefern, was ein anderer Full Power Bojack liefert. Sei es jetzt ein AGL oder die TOR-Version. Was ist aber die Alternative für Bojack? Für Bojack ist ein... Guck mal, ich sag mal Folgendes. Bei Bojack ist die Sache, wenn Bojack in einer Rotation gehalten wird mit einem Charakter, der mindestens Revival hat, das sind Key Plus 2 oder Shattering the Limit, und dann noch eine der Angriff-Links-Skills, sei es Big Bad Boss oder Thirst for Conquest, dann kann man ihn halten. Dann kann man ihn halten, der macht seinen Job auf jeden Fall noch gut. Im Resurrect Warrior Team ist da ein anderer Partner schwer zu finden. Revival ist da gut vertreten, aber an sich so, Thirst for Conquest etc. gibt es ein paar Optionen, aber da ist die andere Wahl, sage ich mal, oder das andere Team-Setup besser. In der Hinsicht, wenn man quasi kein AGL Bojack hat oder die Theo-Version, ein Movie-Bosses-Team. Nehmen wir mal an, dieser in Thales ist der AGL Thales Movie-Boss-Seed, okay? Danke. Dann könnt ihr auf jeden Fall, ich habe jetzt den AGL auch drin, aber wenn ihr den AGL nicht habt, ich mache mal einfach mal so, keine Ahnung. Hier haben wir den Movie-Bosses. Da könnt ihr zum Beispiel, sagen wir mal einfach, wir nehmen einfach mal jetzt einfach mal den Janemba rein. Oder sagen wir mal Strength Janemba. Was ihr quasi machen könnt, ist, wenn ihr den AGL Bojack nicht habt, dann könnt ihr auf jeden Fall den Thales in eine Rotation lassen mit LR Bojack. Warum? Von der Thales Key plus 3 durch die Pass Attack plus 40% hat Thirst for Conquest, fertig. Das war's so, ne? Deswegen, wenn ihr quasi auf sowas achtet, dann könnt ihr auf jeden Fall Bojack in solchen Rotationen spielen. Ich check gerade ganz gut, ob der AGL Thales auch Big Bad Bosses hat. Aber Freunde, um es kurz zu sagen, wenn ihr quasi keinen Partner für LR Bojack habt, dann guckt einfach her. Beziehungsweise in dem Movie Boss Team ist er wirklich sehr gut aufgehoben, einfach wegen AGL Thales. Der Key plus 3 bekommt auf den Angriff 40% durch die Passive an sich alleine nur. Aber wenn ihr quasi dann auch kein Movie Boss Team habt, ja, AGL Thales hat natürlich auch Big Bad Bosses. Ihr könnt ihn natürlich auch in einem Villains Team spielen, weil Rosé macht quasi auch, erfüllt auch diesen Job mit Key plus 3 durch die Passive. In dem Full Power Team ist es ein bisschen schwer. In dem Full Power Team gibt es wenige Supporter. Beispielsweise in dem Full Power Team würde ich auch AGL Bojack mit dem LR Bojack spielen, aber da hat es keine Supporter in dem Full Power Team. In Reservoir Team haben wir zum Beispiel Bardo und Int Metal Cooler. Die machen auf jeden Fall ihren Support Aspekt sehr gut. In dem Full Power Team aktuell auf Global ist es ein bisschen schwer, ihn zu spielen. Auf JP sieht es ein bisschen anders aus. Unter Broly's Leader, weil unter Broly's Leader sind Full Power und Movie Boss Charaktere. Heißt, ihr könnt ihn auf jeden Fall spielen und dann eine Movie Boss Charakter reinklatschen, wie Int Metal Cooler und AGL Thales, die dann quasi ihn für Key sorgen. Zusammenfassend, Freunde, wie gesagt, wenn ihr einen Partner für Bojack habt, er hat beschränkte Partner. Also legit eigentlich nur seine AGL-Version, wo so richtig gut ist. Oder dann seine Theo-Version. Aber man kann auch darauf verzichten. Oder wenn man die Charaktere nicht hat, kann man ihn auf jeden Fall in einem Movie Boss Team spielen. Oder in dem Villains-Team wegen diesem Key plus 3 Aspekt durch die Leader. Und genau, da müsst ihr einfach gucken, okay, hat der Charakter mindestens eine der Keylinks ist, die er mit ihm teilt. Thales ist es im Prinzip nicht, aber das ist nicht schlimm, weil er durch die Pass Key plus 3 gibt. Aber dann natürlich angrifftechnisch geht der Thirst for Conquest, das ist auf jeden Fall gut. Oder dann an der Stelle natürlich Big Bad Boss ist. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde, das ging ein bisschen lang, aber zu Bojack gibt es auf jeden Fall viel zu sagen. Würde sagen, zum Abschluss gehen wir noch in ein Event rein und testen den Boyman. Alles klar, Freunde, und wir sind im Event gegen Hit in dem Resurrect Warrior Team. Da hat er den meisten Angriff-Boost aktuell auf Global. Wir haben die Rotation auch schon gesetzt und schaut mal, Freunde, wenn wir sie trennen, da hat dieser LR Bojack zum Beispiel 183.000 Angriff, aber wenn wir sie paaren, sind wir auf 247. Das ist das Gestörte, was sich linken an sich, ne? Sowohl Angriff als auch Key. Die Sache, Freunde, ganz kurz mit dem HP. Schaut mal, wir haben einen HP-Balken in Dokkan Battle, okay? Das sind immer mit Abschnitten, das sind 10 Abschnitte. Heißt, diese Abschnitte zeigen uns mehr oder weniger Prozentsatz, in dem wir uns gerade befinden. Wir sind aktuell auf
100%. Wenn wir einen Abschnitt drunter gehen, also sage ich mal bei dem Strich uns das betrachten, das ist dann quasi 90% und eins drunter 80% und so und so fort. Und da könnten wir quasi grob ablesen, wie viel HP oder wie viel der zusätzliche Angriffboost aktuell ist. Ja, jetzt sind wir bei 100%, jetzt sind es natürlich wie gesagt 70% zusätzlich drauf. Was hat er denn quasi an Angriff, wenn wir das Ganze mal kurz ansehen, nachdem wir hier 475.000, krass. Und ja, richtig geil wäre es, wie gesagt, wenn jetzt quasi Hit uns super attacken würde, macht er leider nicht, und wir auf 80% fallen würden, weil dann hätten wir noch Big Bad Bosses zusätzlich dazu und das würde dann drauf kommen. Aber so kommt auch schon 2,85 Millionen. Was? 2,85 Millionen, Freunde. Das ist zu gestört. Dieser Ella Bojack, sowohl offensiv als auch defensiv stark. Das werden wir diesem Schock jetzt gleich sehen, Freunde. Aber wie gesagt, ganz kurz nochmal zusammengefasst, wenn ihr nicht das richtige Setup habt, nicht schlimm, wirklich nicht schlimm, denn die Sache ist folgende, wenn ihr Charaktere habt im Team, die Revival haben, Resect Warrior haben ein paar Charaktere Revival, dann bekommt ihr eigentlich zwar nur Key, sag ich mal, von Angel Gold und Freezer. Besser wäre es, wenn ihr Charaktere habt, die Shattering Limit haben, Thirst for Conquest, zum Beispiel wie Int Metal Cooler. Inman Cool macht seinen Job auch gut als Supporter hier auf jeden Fall. Denn er gibt den Shattering Limit, wie gesagt, First for Conquest und durch die Pässe noch 30% und Key plus 2. In einem Movie-Boss-Team ist auf jeden Fall in der Hinsicht übertrieben gut aufgehoben, wenn ihr quasi keinen Partner für ihn habt. Weil da hat er einfach Double Thales. Key plus 3, Attack plus 40%. Thales hat First for Conquest, Big Bad Bosses und gut ist die Sache ist gegessen. Ja, wenn ich das so sagen darf. Aber ja, nun denn. Jetzt sind wir im folgenden Moment. Wir haben jetzt hier quasi, jetzt kann ich ablesen. Okay, wir sind hier. Haben wir Big Bad Boss getriggert? Sollten bei 80% sein. Big Bad Boss ist getriggert. Wir sind bei 80%. Das wird jetzt auch gut zu sehen sein, was er drauf haben wird. Jedoch wäre es quasi besser, wenn wir auf 100% wären und wir runtergejobbt wären. Weil dann hätten wir quasi unseren 100% Boost. Jetzt haben wir quasi unseren 80% Boost. Also 80% HP Boost von der Passive. Das sind 56% zusätzlich drauf. Aber gut, ist ja nämlich so, ist ja nicht so, dass er nur eines von beiden kriegt, ja, wir haben jetzt quasi 56% zusätzlich auf den Angriff und auf die HP sollten das 14% sein, auf die Verteidigung 14%, so ist das in Bojack, Freunde, und das ist das, wo ihr das quasi ablesen könnt, ja, aber ihr merkt schon, Bojack ist auf jeden Fall ein Powerhouse, ne, Bojack. Naja, Freunde, so viel zu, was heißt so viel, wir werden auf jeden Fall noch ein bisschen was sehen, aber so viel quasi zu den Informationen zu Bojack. Jetzt konzentriere ich mich mal auf das Gameplay, was es zu Bojack zu sagen gibt. Ich hoffe, ich konnte da auf jeden Fall alles decken. Wenn euch das Ganze gefallen hat, gebt dem Ganzen auf jeden Fall ein Like. Ging, glaube ich, ein bisschen länger, aber das hat die Sache mit Bojack. Auch wenn man nicht weiß, dass er so drauf hat, dann denkt man in erster Hinsicht, okay, der ist nicht so toll. Aber Bojack sollte man auf gar keinen Fall unterschätzen. Offensiv stark, defensiv stark. Der ist auf jeden Fall einer der besten Einer, die es gibt. Und man muss halt nur wissen, wie man mit ihm spielt. Das stimmt schon. Okay. Dann, ja, jetzt kriegen wir, glaube ich, die Rotation rein mit Int Metal Cooler, richtig? Ich meine, wir haben jetzt nicht mehr volle HP, wir verlieren immer ein bisschen mehr unseren zusätzlichen Angriffboost, bekommen dafür mehr Verteidigung, aber das ist eben das Geile. Ich finde das ist einzigartig bei Bojack, dass er so eine Passive hat und ich finde auf jeden Fall, damit kann man auf jeden Fall was mit anfangen. Okay, dann stellen wir diesen Boy mal. So, okay, machen wir das mal hier hin, weil sonst würde ihn, glaube ich, ja, finishen. Aber ups, macht nichts. Jetzt bin ich mal drauf gespannt. Tanken tut er so oder so gut, also beim Respekt. 3,3. Was ohne Dupe? Und das hat noch nicht mal sein bestes Szenario. Das hat noch nicht mal sein bestes Szenario, ne? Das ist halt gestört. Es ist übertrieben geil, was Bojack drauf hat. Der ist wirklich ein Powerhouse. Offensiv, defensiv stark. Der gefällt mir richtig. Ich hätte in diesem Team noch. Oh, warte mal. Das sieht doch schön aus. Ah, hätten wir nächste Runde im Internet eine coole, wäre es geil. Warum sieht das schön aus? Ich tue das Ganze mal Ghost Ashern und tue mich heilen. Denn wir kommen dann mit voller HP rein. Nächste Runde kommen wir mit voller HP rein. Verlieren dann quasi so viel HP, dass wir unter 80 und drunter sind, sodass wir dann mit Big Bad Bosses hinzukommen. Oh Mann, ich hätte auf Ding achten sollen. Auf die Key. Nicht schlimm. Wegen dem mit dem besten Szenario, wenn wir das nicht schaffen, dann werde ich es euch, ihr habt es dann schon gesehen, zuvor schon einblenden, indem ich darüber rede. Aber vielleicht lasst es einfach mal hier sehen, was ich damit meine, damit ihr das mal gesehen habt. Mit dem besten Szenario in Sachen Passive. Okay, ja, Freezy, wenn du hier mal deinen Job machen könntest, wäre es nice. Freezy, Pop. Dankeschön, ciao.
Nehme ich jetzt, Freunde. Wir haben jetzt volle HP. Unser zusätzlicher Boost ist 70%. Wir stellen aber den AGL nach links, damit er richtig schön auf die Fresse bekommt. Und dann droppen wir auf 80% und runter. Wisst ihr das? Hier, 24k haben wir am Start. Ich habe die Item noch am Start. Wir haben leider keinen Support Boost. Wäre noch Int Melkuli am Start, wäre das gerade das beste Szenario. Aber jetzt bin ich drauf geschaut, was wir hier an Zahlen bekommen. Jetzt sollten wir unter 80% droppen. Wir werden gut oft angegriffen. Hoffentlich. Ja. Und denn zusätzlich dazu wird Big Bad, boah, ich dachte schon, was, wir sind nicht unter 80% gedroppt, doch. Jetzt haben wir quasi, ey, mach langsam, Big Bad Boss auch getriggert. Wir haben die 70% zusätzlich drauf zu den 80%. Haben jetzt auch Big Bad Boss, kommen auf 3,5. Kommen auf 3,5. Ist doch gestört. Das ist doch gestört. Ich denke aber mit Intel cool in der Rotation wäre das so 3,7 geschätzt, 3,8, irgendwie sowas. Jedenfalls, Freunde, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like. Das wäre alles zu Bojack. Und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done next time you ain't won't be around.